Let's see how you do under pressure. Oh, yeah. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me. Ja Leute, damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen wundervollen Video auf diesem Kanal. Wir befinden uns, wie angekündigt, heute an dem Tag der Tage, dem Tag des Videodrehs, und es ist alles organisiert, bis jetzt hat alles geklappt. Ihr habt es ja im letzten Video relativ groß mitbekommen. Ich und Steve sind jetzt gerade auf dem Weg zu der Tankstelle, wo der Drehort stattfindet. Wir haben jetzt gerade hier mal kurz ein Clip davon. Wir haben jetzt gerade die YZFR, die ich im letzten Video abgeholt habe, schon zur Tankstelle gebracht, sind dann von da aus mit Auto wieder zurückgefahren und haben jetzt die Maschinen geholt, um dann rechtzeitig um 18 Uhr uns vor Ort mit allen anderen zu treffen. Wir sind jetzt die Ersten, danach kommen die vier Leute von der Produktionsfirma mit dem Transporter für die Rolling Shots, danach kommt noch eine extra Person, dann kommen neun Leute von unseren Freunden, die dann da den Dreh mitmachen, und heute Nacht wird's krass, denn da werden wir Rolling Shots machen und da wird sich jemand festgurten hinten im Transporter und wird dann vor uns fahren und Rolling Shots von uns machen. Hoffentlich klappt das auch alles. So oder so sind wir jetzt auf dem Weg. Ich nehme euch jetzt voll mit. Ihr kriegt ein volles Behind the Scenes. Wie läuft so ein professioneller Dreh ab? Was haben wir gemacht? Was ist vor Ort? Was ist der Plan? Alles. Steve ist auch dabei. Mein Gott, warum mache ich denn so eine Sachen aber auch immer, wenn es so kalt ist? Warum können wir denn sowas nicht mal im Sommer machen? Hört zu, Nemo, seine XC ist ja immer noch kaputt. Die steht immer noch in der Garage. Grüße an diese XC, Digga. Nemo hat sich jetzt extra für den Dreh, weil er dabei sein will, weil er auch auf dem Merch drauf ist, hat er sich jetzt in der RS660 organisiert. Die ist ja jetzt, er fährt jetzt von Falkensee aus irgendwo nach Werder oder so, glaube ich. Und kommt dann mit der RS660 nach Bernau, also nochmal genau andere Richtung, um dann bei dem Dreh dabei zu sein. Und dann nach Schönefeld, wieder andere Richtung. Und von da aus macht er dann alles zurück, glaube ich. Also der Mann nimmt heute wirklich alles auch auf sich, so wie Steve. Falls ihr euch das fragt, ich habe keine Antwort mehr von Total Energies bekommen, auch nicht von Hem. Wir haben von keiner Presseagentur, den wir geschrieben haben, von keinen Pressestellen, von Tankstellen, irgendeine Antwort bekommen. Kurs auf jeden Fall dann nochmal an euch. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass es euch gibt und dass ihr so viel ermöglicht, liebe Pressestellen. Ja, deswegen auch der Dreh heute nicht an der Legendentanke, sondern an der, wo wir die Drehgenehmigung bekommen haben. Lass uns direkt hier neben unsere 125er stellen. Das ist ja hier auch meine. Da ist sie. Das Gerät haben wir jetzt vorne hierher gebracht. Achso, übrigens, schön. Was den Schlüssel stecken lassen, Digga. Jo, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel mit Schlüssel stecken lassen. Du hast doch gesagt, ich soll alles hier lassen. Okay, aber den Schlüssel doch nicht. Das habe ich komplett vergessen, dass die Karre noch da. Die hat jetzt wirklich, hätte einfach jemand mitnehmen können. Real Talk, die hätte einfach irgendjemand mitnehmen können. Der hätte nicht mal schwer, der hätte sich raufgekommen. Ja, deswegen, ja, der wäre einfach weggerollt mit dem Ding. Wir waren gerade noch Lappen kaufen übrigens, gerade eben. Wir haben noch Lappen für alle gekauft. Ich habe Reinigungszeug und so dabei, dass alle versorgt sind. Ja, so, wir waschen jetzt das Baby erstmal. Die Produktionsfirma, Leute, kommen jetzt dann gleich. Die bereiten dann schon mal alles vor, das dauert eine Stunde. In der Zeit waschen wir jetzt die Bikes, damit die schon mal vorbereitet sind. Vor allem die hier, die ist sehr dreckig. Die 125er, die werden wir einmal komplett reinigen. Und dann gucken wir mal weiter. Genau. Mal sehen. So, der gute Per ist gerade damit beschäftigt, alles abzuklären bezüglich der Aufnahmen. Und jetzt ist schon der große Teil eingetroffen. Ich zeige euch mal hier alles, was hier abläuft. Hier werden die ersten Motorräder gewaschen. Hier haben wir natürlich auch einen zweiten Waschbox, wo die anderen Motorräder gewaschen werden. Da sind die ganzen Männer, die heute zu dem Dreh dazugehören. Ja, ja, geil. Super. Grüße. Natürlich die wichtigsten Motorräder. Elmer, natürlich Per sein Motorrad, die R7, die ich auch noch für ihn gewaschen habe und sauber gemacht habe. Da ist er, die R7 und natürlich das Duplikat und meine Kamera dahinter. Genau, hier seht ihr einmal das Auto, die Männer, die hier das alles heute filmen, die uns den ganzen Spaß hier überhaupt alles schaffen für uns. Und da haben wir das Duplikat von Per. Das ist Duplikat von Per. Der spielt heute Per. Der hat die Klamotten von Per an, den Helm von Per auf und den Rucksack. Die Motorräder werden jetzt erstmal gewaschen und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Da sind die Pullis drin. Außer Rauchfahrt. Er macht Behind the Scenes, er ist Kameramann heute. Aber amateurhaft, guck ich. Genau, im Gegensatz zu den beiden Männern hier, ist echt pullerhaft hier. Guck euch an, diesen Geschäftsmann hier. Die sind alle am Arbeit und die sind hier am Red Bull trinken und schlürfen. Nee, die Kamera. Ja, hör mir auf, immer wenn ich kicke, bist du am Rauchen oder am Saufen. Guck dir das mal bitte.
Das ist eine kranke Scheiße. Ist das kranke Scheiße? Guck mal, ich daneben. Holy shit. Digga, was passiert hier? Das ist riesig. Das ist so kranke Scheiße. Das ist wirklich richtig groß. Er hat. Wir machen jetzt die Pullover-Ausgabe. Sind jetzt alle Leute da? Die 10 Stück. Charlie ist auch gerade gekommen. Die ist die letzte gewesen. Mal wieder? Ja, jetzt kriegt jeder seinen Pullover. Außer Lenny. Lenny, halt mal, du musst gut filmen. Jo. Ihr kriegt jetzt eure Pullover. Ich bin der Einzige, der den weißen kriegt. Das ist richtig, der Rest kriegt ihr. Ich hab M, kriegt mich. Hat auch hier M. Ich support dich in jeder Farbe. Ist mir egal. Hier ist eine M. Ich hab weiß. Guck mal rein, nochmal ist eine M. Findest du den Pullover? Erster Eindruck? Der ist super. Das ist ein super Produkt. Mit der Kapuze ist das wirklich ein schönes Produkt, ne? Guter Produkt. Guter Produkt. Ja. Gut. Super. Was ist deine erste Einschätzung zum Pullover? Ich finde den geil. Also du kannst halt, man muss halt, ist halt ein bisschen dünner. Aber ist schön. Ich mag den. Ja? Ja. Das ist schön. Aber weil der Stoff finde ich eigentlich ganz schön. Das ist kein Juckerstoff. Kennst du den Juckstoff? Nee, das juckt nicht. Wie findest du den? Das ist kein Juckstoff. Der ist weich. Der ist weich. Ja genau, es ist kein weich Juckstoff. Ist weich ist sehr wichtig, finde ich. Na, alles klar mit dir? Ja klar, und bei dir? Ja. Das Auto mit bei, oder was? Na klar, ja, das ja, ist mein Schatz. Na, ich kenne ihn mit der Grundschule. Na? Komm, ich habe eine kleine. Alle dabei. Ja, es sieht gut aus. Wir haben jetzt, komm mal mit. Wir haben jetzt hier den Platz. Plan ist, dass die YZFR darauf fährt. Das habt ihr wahrscheinlich alles schon gesehen. Und er dann tankt und bla bla bla, das habt ihr alles schon gesehen. Und das ist sehr chaotisch. Das merkt ihr auch. Was? Ich brauche Geld zum Waschen. Ja, es sind halt viele Leute, es sind große Kameras, viel zu managen, aber machbar. Seit wann bist du jetzt hier? Ich bin seit 14.30 Uhr. Komm mal Handy raus, wie spät haben wir es? Es ist jetzt gerade 19.35 Uhr ist es. Ich bin jetzt seit 14.30 Uhr unterwegs und hier seit 17 Uhr. Also noch okay. Ist okay. Ist noch okay. Ist okay. Guck mal, du kannst direkt mal, dreh ich mal um. Nee, weiter von hinten. Ui. Ich muss wirklich sagen, der weiß-schwarze kommt am krassesten. Das ist geil. Der sieht wirklich cool aus. Das Ding ist, ich würde an sich halt gerne den weißen haben. Das hast du aber du, weil es halt einfach rausstich jetzt. Aber es wird besser zu meinem Bike passen. Ich will da noch rein für mich. Ja? Aber müssen wir so ein bisschen unter der Hand machen, weil sonst wie jeder. Ja. Wer seid ihr? Na, das ist doch mein Darsteller. Das ist doch für die Leute. Das ist er. Er ist eher ich in damals, vor drei Jahren. Sagst du, kommt hin? Größe passt. Ja, Größe passt, ja. Und Klamotten auch. Du bist wie rumgelaufen, ja. Ja, so wie er. Also er hat meine Klamotten an. Das sind meine Klamotten, ne? Als hättest du kein Geld. Paul hat seine R1 geholt mit Transporter. Sehr cool. Guck dir das an. Finde ich cool. Mann, weit. Hast du deinen scheiß Arm auf dem Rücken? Ja, das ist ein easy Ring. Alter, ist das kranke Scheiße. Dann wird unser Cyanes Licht, was wir auch mal anmachen müssen. Guck mal, jetzt pass auf, jetzt. Die haben da extra ein Licht aufgebaut. Ich dachte, das wäre eine Laterne. Die haben da extra ein Licht aufgemacht. Pass mal auf, wenn die das jetzt anmachen, wird es ganz blau. Das ist ganz blaues Licht. Blau! Ist das hell. Das kommt so krass gar nicht rüber auf der Kamera. Wozu genau blaues Licht? Das ist einfach erstmal so die Idee. Müssen wir jetzt mal gucken, ob es. Ich zieh mir jetzt schon weiter. Jetzt eine Frage. Hey, super! Ist das geil? Ich hab einfach gestartet auf der 125er und mit der ganzen. Guck, und jetzt haben wir das. Oh. Verrückt, oder? Verrückte Scheiße, was hier passiert. Sag ehrlich. Check. Ja. Mein Stunt-Double ist jetzt voll am Machen. Guckt ihn euch an, er sieht aus wie ich damals. Also genau so stand ich auch an der Tankstelle. Du bist ein bisschen nervös, oder? Sag ehrlich. Na, gar nicht. Wie gar nicht? Gar nicht. Irgendwie. Gar nicht, gar nicht. Aber wenn du hier stehst, dann schon ein bisschen. Oh, der Süße. Ich hoffe, das lohnt sich alles. Richtig. Wenn ich kaufe meinen Merch, sonst feiere ich dich. Das wird jetzt auf Kamera. Scheiße. Hörst du das? Mit dem machen wir den Dreh und er wird heute nicht einmal nass während des Drehs. Ich muss mich gleich mit den Männern im Schwimmen da hinten hinstellen. Ich fahr auch. Wenn es für dein Merch irgendwann ist, ich würde durch den Monsun schwimmen. Weißt, will ich doch auch heute, würde ich oder nicht? Ich bin wirklich so, so. Wow.
Bist du nass? Bist du hergeschwommen? Kommt doch deine Hand an. Oh. So sind wir auch gleich. Ja. Das ist unser Transporterfahrer. Er fährt heute den Transporter später für die Rolling Show. In der Hoffnung, es hört dann auf zu regnen. Ach so. Es hat jetzt aus Cannes angefangen zu regnen. Aber komplett, man sieht es. Film aufs Licht. Ich glaube, im Licht könnte man es gut sehen. Das stört uns an sich jetzt erstmal nicht, weil der Dreh findet hier jetzt erstmal noch statt. Könnte nur kontraproduktiv werden später, wenn alle auf die Tankstelle rauskommen, werden die halt nass. Müssen wir mit leben, heißt die Moodys sind auch dementsprechend nass. Und bei den Rolling Shots auf der Straße später könnte es auch nochmal scheiß werden mit den nassen Straßen. Es soll nur 20 Minuten regnen. Ich hoffe einfach, dass es jetzt besser wird. Okay, gleich nochmal. Benito, ich glaube, wir haben die Schuhe. Hier ist gerade ein Lastwagen raufgefahren, der die Tankstelle betankt. Und der ruiniert uns jetzt unser gesamtes Bild. Und steht auch volle Kanne im Bild. Nicht nur im Bild, der steht genau da, wo wir... Genau da, wo wir drehen halt. Ist natürlich jetzt sehr kontraproduktiv. Jetzt versucht der Tankwart da gerade was zu klären, dass er vielleicht später wieder kommt oder so. Ja, ja. Ja, das steht auch komplett im Laufweg. Ja, jetzt gucken wir mal, was ich kleine. Man muss auch dazu sagen, es ist jetzt schon, es ist 21.30 Uhr und wir haben es 22 Uhr in die Tankstelle eigentlich und wir schaffen die Shots bis jetzt nicht. Komm mal, was wolle. Wir wollen aber auch nicht, dass Tim eigentlich länger bleibt, also den Tankstelle jetzt hier. Es wird aber wahrscheinlich dazu kommen. Ja. Bedeutet, mal gucken. So, was ist denn jetzt Sache? Er hat jetzt, Tankwart hat jetzt telefoniert mit dem Chef, ob wir eine halbe Stunde länger bleiben können. Also er braucht 30 Minuten, bis er fertig ist, dass wir dann 30 Minuten länger bleiben können. Und das Kamerateam sagt, in 30 Minuten schaffen wir es locker. Glaube ich auch nicht, aber wenn er das sagt, beliebig. Wir haben jetzt eine Regelung mit der Tankstelle ausgemacht. Der tankt jetzt eine halbe Stunde. Wir haben dafür aber Red Bull bekommen und Booster. Kuss. Die Maschine kommt jetzt weg, danach schiebe ich meine Maschine hin. Und dann kommen die ganz großen Shots. Das machen wir alles in einer halben Stunde. Das ist jetzt schon alles abgesprochen. Das habe ich gerade mit den Jungs alles geklärt. Es regnet jetzt gerade noch ein bisschen. Ich hoffe, dass es jetzt gleich noch aufhört. Ja, wir holen jetzt erstmal mein Motorrad. Wir sind jetzt mit dem Dreh an sich fertig und fahren jetzt in der Gruppe zu einer Tankstelle, wo wir uns treffen, um dann die Rolling Shots zu machen. Das wird nochmal spannend, das ist jetzt schon fast 0 Uhr oder wir sind 0 Uhr da. Ja, das ist eine Katastrophe. Wir sind 10 Leute, es ist nass. Ja, wir werden es schon irgendwie überleben, wir müssen 40 Minuten fahren. Wir sind doch die einzigen Menschen, die bei so einem Wetter und so einer Temperatur nachts noch fahren. Alter, wegen diesen Bäumen, diese Bäume laden immer ihre Ladung Regen auf mir ab. Aber es regnet an sich nicht, aber die Bäume, die regnen, die Bäume. Schreib die Bäume gleich ab, ich flieg gleich in den Baum rein. Meine Fresse, mein Visier ist vollständig nass. Digga, wenn du die Fresse, Auge bekommst. Digga, mein Visier, ich seh dich mal, wie die nicht mehr. Meins ist auch beschlagen. Komm! Ich werde von 12 Motorrädern geblendet, hier vorne. Bro, ich glaube, meine Eier sind so nass, Digga. Digga, meine Knie. Oh mein Gott, mein Arsch. Ist komplett nass. Meine Handschuhe sind doch so nass. Ich find das so geil, dass ihr halt auch nass seid. Ich find das wirklich so geil. Oh mein Gott, ich hab meinen Rücken gefasst. Ich bin jetzt in den Fluss gefasst. Ich weiß nicht. Geht los? Ja, geht los. Jetzt. Könnt. Mir ist es kalt. Digga, wie er da drin sitzt. Im Schneidersitz. Macht mir sowas, das ist völlig geisteskrank, was wir hier machen. Ist das so? Das ist doch einfach nur dumm, das ist gestört. Junge, ich weiß auch nicht, Benito kriegt doch niemals die Transporter zu. Da kommt ein Auto, Vorsicht, eine Spur freilassen. Lass mal die linke Spur freilassen. Links freimachen, hallo! Sag mal, Julian, Digga, holy fuck! We'll be right back.
ihr habt jetzt Platz. Ja, genau. So, ich will Blaulicht. Der hat Blaulicht im Auto angemacht, aber es sieht nicht aus wie ein Polizeiauto, ich glaube abhängig. Aber er hatte Blaulicht hinten dran. Ja, ja, das ist auf alle Fälle kein Polizeiauto. 100% nicht. Du, er hat doch kein Licht an. Aber hat keine Spiegel ab dafür. Einfach Spiegel abschlagen. Was ist denn? Kann ich machen, kein Problem. Wer ist der denn, Digga? Alter, Jimmy, willst aber auch wissen, Junge. Guck mal, er sagt dir, chill mal ein bisschen. Ja, so ist geil. Sehr gut. Charge, komm ruhig. Dann werde ich hier kurz. Wir warten jetzt auf den letzten Shot. Die ersten haben sich jetzt schon verabschiedet, die fahren schon nach Hause. Ist auch um 1.30 Uhr, die müssen alle morgen arbeiten. Ich möchte kurz sagen, was? So schön, dass ihr alle hier waren, oder? Ich bin so Schichtbeginn morgen. Du auch, du bist so ein Macher. Alle so eine Macher. Ja, wir warten jetzt noch den letzten Shot, aber es ist jetzt noch ein Shot, den wir machen. Und danach lösen wir uns komplett auf. Wir hoffen, das Video lohnt sich. Ich hoffe, es ist gut. Guck mich an, Baby, guck mich an. Was ist das? Gerade was runter. Nochmal, komm her. Schwul auch, das ist dir klar. Ja, ist mir egal, ich bin voll schwul, ich akzeptiere das auch. Er will dich, Paul. Fahr mal so, dass er dich on hat. Ja, genau. Ist das geil, Alter. Es fängt gerade an zu regnen, es ist 3 Uhr circa jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade schon alleine auf dem Nachhauseweg, ihr werdet gerade nicht mehr viel gesehen haben. Wir haben gerade noch den letzten Shot abgedreht und mir ist aufgefallen, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich habe nicht mal heute Frühstück gegessen. Ich habe gar nichts gegessen. Also mit nichts, weil ich wirklich gar nichts. Ich habe nichts gegessen. Nicht mal eine Bockwurst, gar nichts. Ja, vor all dem Stress und dass ich es wollte, dass es fertig wird und alles. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg nach Hause. Es sind gerade eben noch tatsächlich, man möge es kaum glauben, tatsächlich sind gerade eben noch Zivis gekommen, die sich angeguckt haben, was wir so veranstalten. Und meinten, dass sich da Leute wegen Straßenrennen beschwert haben. Also ich weiß jetzt nicht, was die gesehen haben, aber Straßenrennen sind wir jetzt keine gefahren. So oder so befinde ich mich jetzt auf dem Nachhauseweg. Es war ein kranker Tag. Ich bin jetzt seit 13 Uhr auf Achse. Es ist jetzt um 3 gerade. Die anderen aber, also scheiß mal auf mich. Digga, der Respekt ist hier gerade zu zollen an die Jungs, die heute da waren. An meine Freunde, die in den Videos dabei sind, immer. Sowie die heute dabei waren, die heute teilweise bis um 3, um 4 noch da vor Ort waren, obwohl sie morgen arbeiten müssen und um 6 raus müssen. Digga, ganz viel Liebe an euch dafür. Ohne euch, Digga, wäre das hier, sowie ganz viele andere Sachen, die ich schon gemacht habe und mache, gar nicht erst möglich. Wenn ihr das seht, ich liebe euch einfach. Also for real, das ist einfach, Digga, das hat bewiesen. Die waren heute nicht da, die haben kein Geld bekommen, die haben nichts bekommen, außer den Hoodie von mir. Und das zeigt einfach wahre Freundschaft, würde ich sagen, Digga. Warum machst du sowas sonst? Ja, danke auf jeden Fall da an euch alle. Ich hoffe, das Endresultat ist dementsprechend geworden. Ja, wenn ihr noch keinen Merch habt und den cool findet, kauft ihn euch gerne. Es würde mich unterstützen und mich sehr freuen. Ich versuche immer alles mit Liebe und Leidenschaft zu machen, so wie auch das hier, auch wenn es sehr, sehr anstrengend teilweise ist und sehr viel, lohnt es sich auf jeden Fall. Die 2-3 Wochen Planung jetzt zuvor, um diesen Dreh so zu machen, wie er heute abgelaufen ist, die Drehgenehmigung einzuholen und, das war es alles wert. Ja, einfach, ich bin einfach dankbar für die Position, die ich habe. Ich weiß, wie viel Glück man haben muss, auch wenn es bei mir viel daran liegt, wie ich es mache. Trotzdem weiß ich, wie viel Glück man haben muss, um überhaupt so eine Position haben zu können. Und ich versuche es bestmöglich zu nutzen, um was zu machen, was kein anderer kann. Mal gucken, vielleicht gehen ja andere Träume, andere Pläne, die ich habe, die ihr kennt, nächstes Jahr oder in kommender Zeit auch in Erfüllung. Aber das werden wir alles mit der Zeit sehen. So oder so ist der Merch für mich jetzt erstmal ein großer Step gewesen. Einer der größten, würde ich fast sagen, jetzt seit Anfang an. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal in einem neuen Video wieder, was auch immer das sein wird. Ob es chaotisch wird, ob es ernst wird, ob es traurig wird, keiner weiß es. So oder so. Vielen Dank für all das, was ich hier machen darf und wie ich sein darf und dass es alles so funktioniert. Ganz viel Danke, ganz großer Danke, ganz großer Kuss. Und dann tschüss. Genau, tschüss.